Hallo allerseits, ich habe euch heute ein kleines Indie-Spielchen mitgebracht namens The Dream Machine. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, zwar nur mein erstes, muss ich dazu sagen. Allerdings soll das Spiel bestechen durch eine unglaublich besondere Story, ganz viel Atmosphäre und vor allem, wie ihr schon am Stil erkennen könnt, ist es ganz besonders aufgemacht. Das Spiel ist tatsächlich aus Pappe und Lehm gemacht, also nicht das Spiel an sich, sondern der Protagonist und die Umgebung des Spiels. Zuerst habe ich das Gesicht und eben so ein paar Sachen, die ein bisschen komisch aussehen, abgeschreckt, aber letztendlich finde ich es saumäßig interessant. Und die ganzen positiven Kommentare zum Spiel habe ich dann letztendlich zum Kauf gebracht. Ich werde jetzt einfach mal anfangen. Hier sieht man die verschiedenen Kapitel. Ich habe jetzt nur die ersten zwei gekauft, weil ich mich natürlich erstmal ein bisschen an den Stil gewöhnen will und schauen will, wie das mir passt, ob ich überhaupt Point-and-Clicks kann. Wir sind wie eine Spinne. Und wir sind wie ein Träumer. Die Musik gefällt mir schon mal. Kapitel 1. Es soll auch wieder ein ziemlich surreal gehaltenes Spiel sein. Und wir werden in verschiedenen Szenarien das Leben des Protagonisten aufarbeiten. Und ja, Träume werden natürlich auch eine relativ große Rolle spielen, schätze ich mal. So, da sind wir. Und ich kann mich nicht bewegen. Da, wo die Bewegungstasten sind, kann man den Sound an- und ausschalten. Daran erkennt man sofort, dass es ein Point-and-Click ist. Das ist jetzt ganz ungewohnt für mich. Wie gesagt, ich spiele normalerweise immer RPGs oder sowas. Okay, das Boot wurde gegen den Felsen geschmettert. Bin ich so hierher gekommen? Es ist komisch, dass ich mich an nichts erinnern kann. Okay. Aber genau, er läuft dahin, wo ich ihm hinklicke. Wie man sich denken kann. Okay, da oben kommt dann das Dingens runter, warum auch immer. Ich kann hier Holz sammeln. Holz sammeln. Holz sammeln. Holz, genau. Und das ist ein Fork Branch. Branch. Okay. Oh je. Ich fürchte mich ja gerade ein bisschen, dass ich total versagen werde. Also, denk praktisch. Eine Schaufel. Wozu soll ich hier eine Schaufel brauchen? Also ich sollte fischen, weil ich werde irgendwann Hunger bekommen und ich muss irgendwie das Feuer ankriegen. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal die Angel. Du sollst nicht alles in dein Inventar reinmachen, du Honki. Okay. Ich versuche nicht die Atmosphäre des Spiels zu zerstören. Oh. Bingo. Kann ich vielleicht einfach die hier hin? Aha, okay. Sehr schön. Muss da jetzt noch ein Wurm dran oder sowas? Also Feuer machen geht immer, oder? Okay, gut. Das ist schon mal was. Und dann einfach Feuerzeug drauf, ne? Ja. Yay! Immerhin etwas. Also, da bin ich jetzt schon etwas froh drüber. Und soll er mal noch die Bäume da untersuchen? Coconuts. Komm mal aber nicht ran, ha? Nö, da kommen wir nicht ran. Das ist schade. Hilfe? Was habe ich denn hier noch? Ich habe eine Schaufel. X in mein Hole? Nee. Doch? Können wir eigentlich machen, oder?
Ich finde jetzt nicht, dass das aussieht wie eine Schaufel, was der eingegraben hat, aber in Ordnung. Aber wenn das geht mit der Schaufel, dass die da irgendwo reingräbt, dann muss das schon irgendwo Sinn machen, eigentlich. X in mein Hole. Ah! Bingo! Pick up worm. And leave. Ha, jetzt können wir nämlich auch die Angel verwenden. Use worm with fishing rod. Genau. Sehr schön. X mal ein fishing rod. Okay. Und. Ah, da. Reel in fish. Ha! Ich hab etwas. Ich hab mir was zu essen. Das ist ja schön. So. I can't bear to skewer the poor thing while it's still alive. Okay, und wie bringe ich den jetzt um? Sowas finde ich feige. Sowas finde ich echt feige. Wenn man schon bereit ist, Fleisch zu essen, dann sollte man auch dem ins Gesicht sehen, dass es einfach ein Lebewesen war. Und wenn du den essen willst, dann bring den gefälligst um. Menschenskinder. X mal ein Fisch. Ja, toll. Gott. Hilfe. Ah, Bingo. Okay, also ich habe schon was gelernt aus meinem heutigen Point-and-Click-Adventure. Und zwar, wenn du nicht weißt, was du tun musst, dann nimm irgendwas und halt's irgendwo drauf. Es wird schon irgendwie Sinn ergeben. Jetzt kann man auch den kochen oder braten. Theoretisch bräuchten wir ja noch einen Stock, aber scheinbar geht das gut. Pick up Fish. Ach, noch nicht durch, okay. Ja. Ich wüsste jetzt echt nicht, was man sonst noch machen kann hier. X in mein Rack. Kommt auch immer nur selber raus. Jetzt ist er gegrillt. Ja, los, iss. Ja, iss halt. It tastes great, but. But. What's this? Wie seltsam, da ist ein Stück Papier in dem Bauch vom Fisch. Okay. Examine Map. Also wir haben eine Karte. Okay. Tolle Karte. Leaf. Jetzt gucken wir gerade mal. Also, da wir in der Story irgendwie weiterkommen müssen, muss eigentlich die Karte die Insel sein. Es macht sonst keinen Sinn. Und ich weiß nicht, sind das hier, ist das die Feuerstelle, Stein und Palmen und müssen wir da hinten auf die Insel laufen? Soll ich das mal versuchen? Ah, da muss ich bestimmt graben dann, ha? Gucken wir es uns nochmal an. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. I'm a little bit überfordert, würde ich mal sagen. Okay. Dann hier vorne vielleicht. X in mein Hole. Ha! Bingo! Ich habe hier eine Uhr und sie klingelt. Ah, okay, das war jetzt ein Traum oder wie? Ja, mach den halt mal aus, ne? Turn off. Ja, turn off. Dankeschön. Ah, oh, die Musik ist super schön. Ich krieg richtig Gänsehaut. Ja, das Bild, das sind eindeutig wir. Können wir uns mal kurz anschauen? Genau, that painting seems a lot like my dream.
offensichtlich. Und ja, ansonsten. Ach so, ich kann nichts klicken, weil er noch denkt. Ja, tut mir leid. Ich muss eingeschlafen sein, als ich es angeschaut habe. Es hat diese Art von bestimmtem Charme, den Alicia normalerweise hasst. Okay, Charme. Okay. Und da ist der Ventilator. Examine Ventilation Crate. Da macht er aber nichts, ne? Nö, er starrt nur weiterhin sein Bildchen an. Das ist auch okay. Was ist denn in diesen Boxen drin? Okay. Diese Boxen haben sie also letzte Nacht hierher gebracht. Das heißt wohl, er hat direkt einen Umzug hinter sich oder ist noch mittendrin. Ah ja, genau. Der Rest zusammen mit dem Mobiliar sollte dann später heute eintreffen. These two are filled to the brim with... Ah, hier hat er Krimi-Bücher drin. Mhm. Examine box. It contains an assortment of bedspreads. Okay, da ist Bettzeug drin. Ich finde ja, also bei aller Liebe zu dem Spiel, weil ich finde das echt unheimlich cool gemacht, dafür, dass das alles selber mit den Händen gemacht ist, aber der Typ sieht echt creepy aus. Guckt euch mal das Gesicht von dem an. Und seine Haare, das sieht aus, als ob er irgendwie 5 Steinbockhörner auf... Naja, ich sag da jetzt nichts mehr dazu. Aber es ist ja auch vielleicht gewollt, weil das ist ja echt ein bisschen... creepy gehalten. Also gucken wir mal aus dem Fenster. Die Sicht ist so viel schöner als die alte in unserem alten Apartment. Our. Das heißt also, dass er mit seiner Freundin zusammen wohnt. Hier hat er ja auch von Alicia gesprochen. Aber er vermisst dafür die Natur. Examine Boxes. Okay, da sind noch mehr Bücher drin. Also eine absolute Leseratte. Okay, die Lampe ist noch von den vorherigen Bewohnern da. Und sie funktioniert nicht. Das ist natürlich immer schön, wenn Leute ihren Müll einfach darum liegen lassen. Und ja. Gut, die hatten wir schon, ne? Oh, hatten wir nicht. Das wüsste ich noch. Babykleidung, okay. Ist deine Freundin schwanger von dir, Kollege? Oder wie sieht das denn aus, ha? Ja, dann gehen wir mal raus, würde ich sagen. Push-Button. Das machen wir noch kurz. Ach, okay. Dann gehen wir doch raus. Vielleicht sehen wir mal seine Freundin. Vielleicht sieht die ja ein bisschen besser aus. Okay. Also von Alicia sind da die Fachbücher drin von der Uni. Und hier sind Alicias eBay-Einkäufe. Mhm. Hier ist seine Vinyl-Kollektion drin, also wohl Schallplatten. X? X? Es ist doch eine... Okay. A reminder of my dreams of becoming a stage musician. Echt jetzt? So wirkst du aber gar nicht, als ob du jemals ein Musiker hättest werden wollen. Süß. Er sagt, wenn sie hier erstmal richtig eingezogen sind, dann will er wieder versuchen. Will er nochmal versuchen, Musiker zu werden. Und hier ist etwas an Elternliteratur drin. Also, was man sich als Elternratgeber durchlesen sollte. Und hier sind noch mehr Bücher. Und, ah ja, das dachte ich mir doch fast, dass wir da war. Ach, das ist ja cool gemacht. Das ist echt cool. Kann ich da jetzt... Ah, da kann ich jetzt jedes einzelne Buch nehmen. Cool. Es ist echt interessant. Also wenn man noch nie ein Point-and-Click gespielt hat, dann ist es ein völlig anderes Spielgefühl als jetzt bei den typischen anderen Spielen. Pick up Telephone. Ich will diese Puppe aber auch. Die wollte ich eigentlich noch viel lieber als das Telefon. Hallo? Manu. Okay, dann halt nicht. Schade. Und das kann ich auch nicht nehmen. Oh, das sind laute kleine... Oh, ich mag die Puppen. Haben die schon so viel für ihr Baby gekauft?
weil ich denke, wenn er die Elternratgeber noch gar nicht gelesen hat, dann dürfte er eigentlich noch kein geborenes Kind haben. Aber ja, man weiß es halt nicht, ne? Das war nämlich dieses Parental Reading Material. Ach, da steht's ja, da werde ich jetzt mal den Raum überspringen und sie begrüßen. Hallöchen, Alicia. Oh mein Gott. Fuck. Ist das jetzt euer Ernst? Okay, das ist noch viel creepier als er. Oh, du bist wach. Ich dachte, ich überrasche dich mit einem Frühstück im Bett. Ach, haben wir auch noch ein bisschen Visual Novel hier drin oder was? Das ist ja cool. I could go back to bed if you want me to. Also ich würde jetzt eins von den beiden hier sagen. Wir sind ja ein ganz netter. Von daher sagt man natürlich, dass wir ihr gern helfen wollen. Okay, ja, wenn du das sagst. Ich finde das so cool gemacht alles. Das ist echt, voll interessant. Das war auch mega viel Arbeit dann. Also echt cool. Okay. Könntest du in der Zeit bitte den Tisch für uns aufstellen? We don't have a kitchen table. Das ist natürlich eine gute Antwort auf so eine Frage. Oh Gott, das hier ist eindeutig die Antwort für Arschlöcher. Entschuldigung, aber sagen wir Honey. Ich mag Honey. Honey ist ein süßer Spitzname. It doesn't have to be a table. Anything's... Entschuldigung, ich verspreche mich. Bin halt doch keine englische Person. Anything square and flat will do for now. Okay, also wir suchen einfach irgendwas, was einigermaßen nach Tisch aussieht. Es kann auch eine leere Box sein. Of course, darling. Thanks, honey. Ich hoffe, wir haben dann noch die Möglichkeit, nachher durch die Räume zu gehen, aber ich schätze mal schon, weil wir müssen ja auch erstmal die Box suchen. Okay, können wir wieder ausmachen. Pick up empty box. Hammer, sehr schön. Und dann... Ach, da ist noch das Wohnzimmer. Oh, wir haben so viele Räume, das ist ja eine Riesenwohnung. Mensch, sowas könnte ich mir nicht leisten. Okay, da sind drei verschiedene Sachen für moderne Wohnzimmer drin. Und noch alte Babysachen von Verwandten, die nicht mehr passen und die sie gespendet haben. Some wilted potted plants. Left here. Okay, die sind auch noch vom Vormieter. Das ist ein Aschenbecher. Hoffentlich raucht ihr nicht. Ach, da ist ein Papier drin. Das nehmen wir natürlich mit. Examine. It seems to be the remains of a letter. Okay. Jemand hat versucht, den Brief zu zerstören. Aber das Feuer hat ihn nicht komplett zerstört. Zerstört. Ich weiß. Wenn ich ihn vorsichtig auffalte, dann könnte ich es vielleicht lesen. Das sollte funktioniert haben. Ach, cool. Ha, ich mag das Spiel. Ich hab ehrlich gesagt weniger erwartet. Also ich habe schon was Gutes erwartet, sonst hätte ich es ja nicht Let's Played. Aber nicht mit so... Ja, also irgendwie finde ich es schon echt cool. To whom it may concern. To whom it may concern, I'm hiding in the hope. Okay, er versteckt sich in der Hoffnung, dass keiner irgendwas findet. Und ach halt, wo kommt denn das hin? Ah ja, so ist es. Sorry. Ah. Man kann es nur schlecht lesen, aber so ein bisschen den Inhalt des Briefes kann man, glaube ich, verstehen. Hallo, kannst du dich nicht ein bisschen drehen? Dann halt nicht. Also, wen es interessiert. Ich verstecke mich in der Hoffnung,
dass sie nichts finden. Das mag irgendwie paranoid erscheinen oder irgendwas ist paranoid, vielleicht auch er. Look. Oh je, man soll irgendwo hinschauen. Unter dem Schlafzimmer. Ah, genau. Im Schlafzimmer unter dem Floor irgendwas. Und dann muss man noch ein Licht anmachen. Whatever light switch in and I'm will see what I... Toll. Not staying around you, perhaps. Okay, also das untere kann ich echt nur ganz schlecht lesen. Das ist schade. Aber diese zwei Stücke hier müssten eigentlich die unteren sein, weil die sind ja noch ganz gerade. Okay, also wir sollen irgendwas suchen im Schlafzimmer. Unter dem Flur und wir müssen was mit dem Licht machen. Also ich habe das Gefühl, das werde ich nicht richtig hinbekommen. Aber ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Nachdem wir uns das alles angeguckt haben, natürlich. Gehen wir mal zurück. Whoopa. Da wartet immer noch unser Honey auf uns. Okay, da ist absolut nichts drin, was auch immer sie dann zum Frühstück zubereitet. Und enter hallway, enter bathroom. Bathroom im Bad war mal jetzt noch nicht. Machen wir natürlich noch. Okay. Lift. Machen wir wieder runter, weil sonst gibt es ja noch Streit, weil sie sagt, ich mache den Klodeckel nicht runter. Ja, das soll Toilettenpapier sein. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist klar. Examine. Pick up baby oil. Wenn man das mitnehmen kann, nehmen wir das natürlich mit. Examine, examine, examine. Ja, das gehört Alicia. Das gehört... Ja, wie jedermann auch, denkt er darüber nach, dass er wohl auch wie seine Freundin mehr Haarpflegeprodukte benutzen sollte. Ich denke, das kennt wohl jeder. Und, Hallway... Nursery. Was ist Nursery? Ach, okay. Also haben wir Küche, haben wir Bad, haben wir Hallway. Dann waren wir jetzt noch nicht im Hallway, glaube ich. Ach nee, sorry. Open door, move box, pick up mail. Das klingt doch noch sinnvoll. Da würde ich jetzt auch ganz gerne direkt reinschauen. Examine mail. Hallo? Open letter. Zeig mir doch, Mensch. Lieber Mr. und Mrs. Neff. Danke, dass Sie sich für den Prosser and Anchorage Service entschlossen haben. Wir hoffen, dass Sie Ihr neues Zuhause für viele, viele Jahre, dass Sie sich daran erfreuen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben bezüglich unseres Service oder bezüglich dem Apartment, bitte zögern Sie nicht zu fragen und Sie können uns unter der und der Nummer erreichen. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen unnötig, das zu übersetzen, aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm. Use entry phone. Nö. Examine. It looks like an old ventilation crate. Okay. Move box. Examine box. Examine telephone outlet. That's the outlet for the telephone. Ich hab doch ein Telefon. Wollen wir es mal benutzen? Nein, nein, nein. Nein. Ach Mensch. Also es wird jetzt auch noch überhaupt keinen Sinn machen, aber vielleicht, keine Ahnung, sind wir nachher allein hier und wir sind wie in Silent Hill The Room eingeschlossen und kommen nicht mehr raus. Da ist Weihnachtsdeko drin. Und dann brauchen wir das Telefon. Da ist eine Schuhkollektion drin von Alicia. Mhm. Und da... Okay. Ich würde jetzt ganz gerne wissen... Hello? Anyone there? Ich würde ganz gerne wissen, was passiert. Oh, wir können echt das Apartment verlassen. Das ist natürlich hart. Nein! Nein, das will ich doch gar nicht. Ah, das wollte ich nicht. Why with our spare key? Okay.
Okay. Nein, nein, nein. Ach, jetzt mache ich ganz viel falsch auf einmal. Das tut mir leid. Ich will eigentlich. Ja, genau. Das da will ich versuchen. Use Telefon. Das mache ich jetzt einfach mal, ne? Warum nicht? Prosant Anchorage. How may I help you? Yeah, hi. My name's Victor Neff. Meine Frau und ich sind gerade in das Apartment eurer Company eingezogen. Warum? Was? Okay, seit wann beginnt man so eine Antwort mit warum? Auf jeden Fall fragt er, was kann ich für sie tun? I'm trying to reach the caretaker of this building. Also, ich habe jetzt einfach mal gesagt, dass ich den Hausmeister anrufen will. Warum auch immer. Und ich muss sagen, dass ich die Adresse nicht kann, weil ich gestern erst eingezogen bin. Oh. Okay, er wird jetzt kommen. Und ich hoffe. Oh. Mensch. Das ist die Gewohnheit. Ich will mich immer mit den Steuertasten bewegen. Es tut mir leid. Okay, ich höre jetzt auf, mich zu entschuldigen. Gibt es auch verschiedene Enden bei diesem Spiel? Das. Oh, den hat sie beim ersten Date getragen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal. Wollten die nicht im. Wo wollen die denn eigentlich frühstücken? Die haben ja überhaupt keine Möbel. Fragen wir unsere Frau nochmal. Mensch, Alicia. Yes, habe ich. Ich will sie aber auch fragen, was ich. Okay. Was sie von diesem Notizzettel denkt. Die sieht einfach aus wie aus Silent Hill entsprungen. Das ist unglaublich. I think it might be a hoax. Also sie glaubt nicht, dass der Zettel echt ist und sie denkt. Sie findet, dass es sich zu gut anhört, um wahr zu sein. Wie etwas aus einem Krimi. Okay, also scheinbar stand in diesem Zettel, dass er Geld unter seinem Bett oder irgendwas Gutes versteckt hat, weil wenn sie von positiv spricht, dann kann es ja keine Leiche oder irgendwas sein. Okay, also sie glaubt, dass es komplett aufgemacht ist, die Story. Und ich beharre aber weiterhin darauf, dass wir einfach mal drunter schauen sollten im Schlafzimmer. Und sie sagt, you do that, honey. Also darf ich das machen? Ja, dann mache ich das doch mal. Ich weiß, ich tue überhaupt nicht das, was ich gesagt habe, dass ich ihr helfe mit dem Tisch und ich bin ein ganz schlechter Freund oder Ehemann oder Papa. Aber das ist mir jetzt gerade egal, weil das ist interessanter. X in mein Box. Wo drunter X in mein Pillow? Was sind denn die Floorbeds? Alicia's side is empty. Genau, sie wollte mir Frühstück machen. Ich dachte jetzt hier irgendwo, aber da kommt man nicht ran. Drücken wir noch mal den Knopf. X im Rhein. Warum steht es hier nirgends, dass man das kann? Haben wir hier irgendwas da? X im Rhein Letter. Ach nee, halt, das ist der falsche. Ach, muss ich das jetzt jedes Mal wieder zusammenfügen? Echt jetzt? Ach, jetzt ist es aber richtig. Also jetzt ist es nicht mehr so krumm. Das ist gut. Dann werde ich nochmal under the floor board. Look. Look light switch in. Treat below the we'll see what
bedroom. Not staying around. Travis. Okay. Also wir sollen das Licht schon anmachen. Das heißt, das ist nicht falsch. Ah, oder vielleicht auch diese Lampe? Die nicht funktioniert. Okay. Okay, Leute, also ich werde mir jetzt mal kurz ein bisschen Gedanken machen. Abgesehen davon habe ich ein bisschen Hunger und würde gerne mal was essen. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal eine Pause machen, cutte und dann machen wir mit dem nächsten Teil weiter, okay? Dann bis nachher.